The carved drawing on the front of this lyre is unique. The human figure was a rare subject among the Germanic tribes. For an archaeologist, even the tiniest detail is enlightening. Is this the retinue of an army commander? Or fallen warriors of Vordan in Valhalla? Barbara found a surprising similarity to other designs. Die Anordnung des Motivs mit einer Lanze in der Mitte und zwei Gruppen von je sechs Kriegern rechts und links davon lässt darauf schließen, dass die Vorlage aus dem Mittelmeerraum kommt. Und zwar kennen wir von dort spätantike Sarkophage, auf denen Christus zwischen seinen Aposteln dargestellt ist, und zwar jeweils sechs an einer Seite. Christus kann dann durch ein Kreuz ersetzt werden. Die beiden wichtigsten Apostel Peter und Paul fassen dieses Kreuz an. Es ist also sehr ähnlich wie in Trossingen, dort eine aufgepflanzte Lanze als Symbol für Herrschaft und für Macht. Und die beiden vordersten Krieger fassen jeweils an diese Lanze heran. Es könnte also durchaus sein, dass hier eine Vorlage aus dem christlichen Bereich Christus zwischen seinen Aposteln übertragen wurde in den germanischen Bereich, möglicherweise ein Herr zwischen seinen Gefolgschaftskriegern. Christian motifs were in fashion with the Germanic upper class and were eagerly copied, although generally without taking on the faith itself. Many Germans held fast to the old faith. Vitus gave me his ring, a sign for his fellow believers, he said. I could ask Christians everywhere for help. The Germanic tribes decorated the Christian symbol with their pagan good luck symbol, the sun wheel. This shows that the two cultures were converging. Archaeologists often find gold leaf crosses in 5th century Alemanni graves. But does that mean that the deceased were already Christians? Who put the crosses into their graves? Am Anfang stehen hauptsächlich Angehörige einer progressiven Oberschicht, die zusätzlich zu ihren standesgemäßen Jenseitsausstattungen als Krieger oder als geschmückte Frau auch christliche Attribute mit in ihre Gräber bekommen. Sozusagen als Rückversicherung nach beiden Seiten, weil man wusste ja nicht, welcher dieser beiden Glaubensrichtungen vielleicht doch Heil versprechen kann. The King of the Franks, once a heathen, came to be revered as a trailblazer of Christianity and as the genius of France. The French regard Clovis as the founder of their monarchy. This tapestry depicts him as a knight in medieval armor at the Battle of Tolbiacum. Clovis's conversion to Christianity is embodied in the legend of the toad and the lily. Donc derrière nous, sur la tapisserie qui représente le baptême de Clovis, nous avons un élément très important de la symbolique héraldique du royaume des Francs, en quelque sorte, puisque vous pouvez observer que sur la tunique du roi Clovis pendant la bataille de Tolbiac se trouvent des crapauds. Ces motifs sont une invention des moines au Moyen-Âge qui voulaient y voir la représentation des forces du mal, de l'obscurantisme lié au paganisme, et le roi des Francs, Clovis, ayant remporté la victoire et s'étant converti à la suite de cela à la foi chrétienne, les crapauds se sont miraculeusement transformés en très jolies fleurs de lys et devinrent ainsi le symbole du royaume des Francs.